Er versucht es nicht wieder zusammenzusetzen, zusammen zu puzzeln und es dann zu vernähen miteinander. He healed it. Nein, er hat es geheilt. Complete. Vollständig. He healed your heart. Er heilt dein Herz. Tell me, who can heal your heart? No one. Wer kann denn sonst dein Herz berühren und heilen? No man, no devil, no angel. Kein Mensch und kein Engel vermag dies zu tun. Only God. Nur Gott. Only His word. Nur sein Wort. Well, His word is medicine. Dein Wort ist unsere Medizin. To all your flesh. Zu allen deinem Fleisch. My soul. Zu deiner Seele. Your body. Zu deinem Körper. This is His word. Only He can heal. The word can heal. Nur sein Wort vermag dich zu heilen. We are looking around. Who can heal me? Wir schauen, halten so auf Ausschau nach dem, der uns heil machen kann. Don't look too much. Use your time. Yes. Halte nicht zu lange Ausschau und verliere dabei nicht deine Zeit. He's the only one. Denn er ist der Einzige. His word can heal. Dein Wort vermag dich zu heilen. And will heal you. Und er wird dich heilen. And already healed you. Und er hat dich bereits geheilt. You only have to take it. Du musst es dir nur nehmen. Block it by faith. Greife tief hinein in den Glauben, den du hast. Diese Glocke. Das Wort Gottes ist wie eine Steckdose. You put your faith. Und du nimmst den Stecker des Glaubens und steckst ihn in die Dose hinein. Und dann fängt der Strom an. Sie fließen, die Heilung fließt von ihm hinaus. Better than anything in the world. Das ist besser als all das, was du in der Welt zu finden vermagst. Dein Glaube. With His word. Mit seinem Wort zusammen. Work together. Sie arbeiten gemeinsam. Nothing else. Nichts anderes. You can try. Amen. Halleluja. Du kannst alles machen. Wir sind so gesegnet. We are not alone, left alone. Wir sind nicht allein gelassen. We thank God. Wir sind Gott dankbar. Believe me. Glaubt mir. Believe me. Glaubt mir. I saw healing again and again in the life of people through His word and through faith and nothing else in the anointing of God but the rest. Durch sein Wort und den Glauben der Menschen habe ich immer wieder Menschen gesehen, die geheilt worden sind. I cannot heal, you cannot heal, the doctor cannot heal, only the Lord can heal, and He healed only. Ich kann dich nicht heilen, du selbst kannst dich nicht heilen, nur sein Wort, Gott allein vermag dich zu heilen. Halleluja. We thank God for His word. Wir danken Gott für sein Wort. Let not your heart be troubled. Lass dein Herz nicht verzagt sein, but believe. Sondern lass es glauben. And believe only. Also in Jesus. Und Jesus hat gesagt, glaub auch an mich. Halleluja. I was so blessed to serve in Lebanon. Ich war so gesegnet von meiner Zeit des Dienstes im Libanon. I served almost every day. Ich habe fast jeden einzelnen Tag, den ich dort war, gedient. And more I was serving, the more I was stronger. Und je mehr ich gedient habe, desto stärker war ich. You know, when you do the things of God, wenn, weißt du, wenn du die Dinge Gottes tust, dann ist das wie eine Erfrischung. Does it make you old or tired? Es lässt dich nicht alt aussehen, noch lässt es dich müde werden. It make you strong, sondern es lässt dich stark und jung werden. This is the secret of the word of God. Das ist das Geheimnis des Wort Gottes. But we know that love is the biggest word of us. Aber wir wissen, dass die Liebe das größte Wort ist. Halleluja. Halleluja. You know, Rainer and Samia were with me almost all the time. Rainer und Samia waren mit mir fast die ganze Zeit zusammen. And you know, we have ministered to drug addicts. Wir haben Drogenabhängigen gedient. And you know, that these people love God and get free from it. Wisst ihr, dass diese Menschen Gott lieben und frei von ihrer Drogensucht geworden sind? You know, they were full of tattoos. They were full of love for God. Wir sind voll tätowiert, aber voller Liebe Gottes. And we have so others who are tired. Und wir haben andere gesehen, die so müde waren. We have prayed and refreshed themselves. Wir haben dafür gebetet, dass sie erfrischt werden. We have seen others who family are broken. Wir haben andere getroffen.
getroffen, deren Familien zerbrochen sind. And the word of God only can heal. Und wir wissen nur, das Wort Gottes vermag zu heilen. Yeah, I saw poverty. Und ich sah Armut. I saw people who don't, you know, they cannot go to the dentist like you go to the orthodontist. Und diese Menschen können nicht einfach so zum Zahnarzt gehen, so wie du und ich hier in Deutschland. Well, if you have no money, you cannot pay for them, but they have missing teeth in their mouth. Und weil sie das nicht bezahlen können, fehlen ihnen teilweise die Zähne im Mund. So many things I can tell you. Und es sind so viele Dinge gewesen, die ich euch berichten könnte. When you see this, you have to be thankful. Wenn du dies alles siehst, dann musst du dankbar werden. We saw poverty by the Syrian people. Wir sahen die Armut der Syrer. Especially the Kurdish people. Insbesondere unter den Kurden. This is also come from Syria. Die ebenfalls in Syrien eigentlich beheimatet sind. I still have a video where to come. I hope they do it for me. There was 150 people this time when I ministered to them. Als ich zu dieser Gruppe gelehrt habe, waren da 150 Menschen und ich hoffe, sie haben jetzt auf Video aufgenommen und ich hoffe, ich bekomme das bald zugesendet. And you know what? I only preached the gospel, the good of Jesus, why he came, he went to heaven, and I only said this. And they all by themselves come for healing. Und ich habe nur das Evangelium gelehrt, dass Jesus gekommen ist aus Liebe zu uns, dass er für uns gestorben und ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist. Nur das habe ich berichtet und was sie sind gekommen, um geheilt zu werden. You know, I was in the area where I ministered to them, where I had to walk like this, not on the wires of the electricity. They were all over the wires of the electricity, just like this, you know. Und ich war in einem Gebiet, wo ich wirklich vorsichtig über den Boden laufen musste, weil überall diese ganzen Stromkabel lagen, die einfach offen herumlagen. Und man einfach vorsichtig sein musste, nicht von diesem Strom erwischt zu werden. And in two areas, there was no house, and we were walking, there was dirt on the floor. But you know what? God gives you joy to be in this place. Und dieser Ort war wirklich so arm, weil sie hatten keine Häuser und du gehst über den Boden, der voll mit Schmutz ist und trotzdem gibt dir Gott die größte Freude, weil du für ihn sein Werk verrichtest. And they had their baby and they were pregnant and they had this and they had a broken arm and they had, I tell you, God loved them. Und die Menschen, die dort zusammengekommen sind, waren schwanger, hatten kleine Kinder, hatten gebrochene Arme und ich kann euch sagen, der Herr liebt sie und er hat sie geheilt. And I saw others who were very coquette and very happy and well, talking about Jesus on the television even, beautiful woman. Und ich traf andere Menschen, die sehr wohl situiert sind, die gut aussahen, wunderschöne Frauen, die sogar im Fernsehen sprechen. And we saw from all kinds of people, you know, in Lebanon you can see so many different nationalities. I saw also from Colombo, a pastor. Und im Libanon sind so viele verschiedene Nationen und so viele verschiedene Stufen von Reich und Arm zusammengekommen, dass wir jetzt alles gesehen, die wir alle getroffen haben. Und wir haben sogar einen Pastor aus Colombo getroffen. Kolumbien. And she was a woman. Und es war eine Frau, eine Pastorin. God healed her in her country. Und Gott hatte sie in ihrem Land, in Kolumbien, geheilt. And then, she came to Lebanon. Und dann kam sie nach in den Libanon gereist. From there is poor, but you know, Lebanon is poor. There is even more poor. That's why they come. Und sie leben in einem sehr armen Land. Und zwar Libanon ist auch nicht besonders reich. Aber es ist reicher als Kolumbien. Und deswegen kommen viele Flüchtlinge auch von Kolumbien nach in den Libanon. And she received in her home, her apartment. Und sie hat mich in ihre Wohnung eingeladen. And she had a church in her apartment, which shares around them. She made there her. Und sie macht dort ihren Gottesdienst in ihrer kleinen Wohnung, wo sie die Stühle aufgerichtet und aufgestellt hat. And we're not good also. Und ein weiteres Wunder. And even this woman pastor also, I went to minister in her home, in her church. Und ich bin bei einer Pastorin aus dem Libanon gewesen, habe dort in ihrer Gemeinde gedient. Sure, it seems that the Pentecost there and the man there opened their minds. Amen. Und die Pfingstgemeinden und die männlichen Libanesen scheinen ihr
so langsam sich zu öffnen. Because it must be a wonder. Denn wenn so etwas passiert, dass es eine Pastorinnen gibt, die dienen dürfen in ihrem Land, dann ist in diesem Land, dann ist es ein Wunder. Well, if you go, then we found out. Okay, if you don't know, we found out that God anointed and gave the Holy Spirit to man and woman. He didn't first look at their gender. Und in der Gemeinde haben sie dann herausgefunden durch Gottes Offenbarung, dass Gott nicht zuerst das Geschlecht einer Person ansieht, um ihm dann den Heiligen Geist zu geben, sondern dass er frei allen es anbietet. It's clear, huh? Yeah. Das ist für uns deutlich, oder? Any question, I tell you, God didn't look first on your gender and then decide to anoint you. Wenn ihr dies in Frage stellt und denkt, Gott würde zuerst das Geschlecht einer Person angucken, dann muss ich euch in dem Fall korrigieren. Nein, Gott schaut nicht auf das Geschlecht. If he anointed man, he anointed woman. Er salbt und genau, salbt Frauen und Männer gleichermaßen. You know what? He will anoint anyone who is available. Und er wird jeden salben, der sich zur Verfügung stellt. Bist du verfügbar für ihn? Can you support the pressure? Kannst du den Druck aushalten? Can you support the persecution? Kannst du die Verfolgung aushalten? Can you support the rejection? Kannst du die Ablehnung aushalten? Can you support the suffering? Kannst du das Leid ertragen? Well, if you can't, you are not available. Wenn du dafür nicht zur Verfügung stehst, dann stehst du ihm nicht zur Verfügung. God will use those who are available. Gott wird nur diejenigen benutzen, die ihm zur Verfügung stehen. And I saw it, I looked, I said, the man, I would have never thought that he's pastor. I never thought he could be. But you could see, it's because you know how to stand in Lebanon. Und ich habe einen Libanesen kennengelernt, von dem ich von der Natur her niemals erwartet hätte, dass er Pastor ist. Aber er steht und deswegen erkennst du die Frucht seiner Arbeit. Pastor Shadi is a lovely pastor. Pastor Shadi habe ich auch getroffen, einen wunderbaren Pastor in Libanon. And really, they started really to minister like we are doing. He is growing tremendously. Und er fängt wirklich so an zu dienen, wie wir es hier tun. Und diese Gemeinde hat Zuwachs ohne Ende. In every church, there is change. Do you know this? Habt ihr schon mal festgestellt, dass es in jeder Gemeinde Herausforderungen gibt? It's not only in world of faith or world of light or the world of I don't know. Es ist nicht nur Wort des Glaubens oder im Wort des Lichtes oder wo auch immer du in die Gemeinde hineinschaust. As much as there are people, there is challenge. Sobald Menschen aufeinandertreffen, gibt es Herausforderungen. If you are perfect, you will be a big trouble for the church. Und wenn du perfekt bist und in eine Gemeinde gehst, dann bist du bereits ein Problem für diese Gemeinde, denn alle um dich herum sind es nicht. So, we are mature. Also wachsen wir heran. There are poor churches. Es gibt dort sehr arme Gemeinden. Thank you for the money you give me. I could give them less. Danke für das Geld, was ihr mir zukommen lassen habt, was ich weitergetragen konnte. Everywhere, even my family has no money. Überall, selbst meine Familie hat kein Geld. I tell you the truth. I was the most blessed. Because I could give. Ich war wirklich die gesegnetste Person in dieser Zeit dort, denn ich war fähig zu geben. Why? Warum? Because it's so good. Weil wir Gott dienen. And thanks to this church for the possibility to bless others. Und ich danke euch als Gemeinde für die Möglichkeit, dort drüben ein Segen zu sein und zu leben. George hatte gesagt, dass ihr ein Teil von dem Dienst seid, auch wenn ihr nicht mit eurem Leib dort drüben im Libanon anwesend seid, aber mit eurem Geld seid ihr ein Teil des Dienstes. Thank you for the very big blessing that I received from you, 6,000. Und ich danke euch wirklich für dieses großartige Gaben von 6,000 Euro. Thank you with all my heart. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. And this will be count on your account. Und das wird eurem Konto zugefügt und gezählt werden. The Lord is seeing
you had, but those who have given with a full heart, faith, will receive their return. Und Gott hat diejenigen gesehen, die egal ob sie hatten oder nicht hatten, aber die aus vollem Glauben und Herzen gegeben haben und sie werden zurückerhalten. Bevor ich in Libanon geflogen bin, haben wir bereits Zeugnisse hier aus der Gemeinde gehört. Und ich erwarte, dass das nächste Mal noch größere Zeugnisse berichtet werden. Amen. We are the one who, from our money, we will bring the church to extension. Yes. Und wir sind diejenigen, die durch unsere Geldgaben die Gemeinde in Existenz bringen. And you see your business, und ausweiten. Your business flourish. Du wirst sehen, dass deine Firma erfolgreich sein your wird. Work, deine Arbeit wird gesegnet sein. And you will have money because you know that how God has provided for you. Und du wirst Geld haben, weil du sehen wirst, wie Gott für dich sorgt und dich versorgt. And the most important thing is to get money and you don't get too tired. Und das Wichtigste ist für dich, dass du zwar Geld erwirtschaftest, aber dabei nicht müde. Because God will give you time for you. Denn Gott wird dir auch Zeit geben für dich selbst. If you know, when you give everything you have to him, you think he is not faithful to give you that? Yes. Meinst du, wenn du ihm nicht alles zur Verfügung stellst, dass er treu und gerecht ist, um sich um dich zu kümmern und dir zurückzugeben? You know, when you meditate on the word, you have revelation. Wenn du über das Wort Gottes nachsinnst und es studierst, dann hast du Offenbarung. You know that you are blessed and healed already. Weißt du, dass du bereits gesegnet und geheilt worden bist? And we all say with our head. Und mit unserem Kopf stimmen wir nickend zu. And what are we thinking is very important. Aber darüber, wo wir drüber nachdenken, nachsinnen, ist sehr wichtig. It's not important. Ein Kopfnicken und ein zustimmendes Murmeln ist nicht wichtig. Everything, money, health, wealth, sin, is already paid for. Alles, Geld, Gesundheit, Sünde, für all dies ist bereits bezahlt worden. Why it doesn't work? Und warum? Why? Sehen wir darauf trotzdem keine Resultate? We are the problem. Weil wir das Problem sind. Because if we pluck our faith, denn wenn wir unseren Glauben, den Stecker in Gottes Steckdose hineinstecken, what is invisible start to shine in the natural. Dann fängt das, was unsichtbar für unser Auge ist, an zu strahlen. It's like a picture. Which is not there. Es ist wie ein Bild, was verschleiert ist für dich. The painter, he put some voile, so like this one, there, on the picture. Stell dir vor, es ist ein Bild, was durch einen Schleier verhüllt ist, was du nicht genau sehen kannst. And when you look at it, you cannot see what is behind. Und wenn du dir nun diesen Schleier anschaust, diesen Vorhang anschaust, siehst du dennoch nicht das Bild, was dort dahinter ist. Es ist da. Aber es ist dennoch da. Is there. Es ist da. But when you start to, your eyes start to see, the eyes of faith, then they go out. Und wenn du dann anfängst, mit den Augen des Glaubens zu schauen, dann lichtet sich dieser Schleier und du wirst Dinge erkennen. So the Lord is saying, why are you begging me? Und deswegen fragt der Herr dich, warum bettelst du denn? Give me healing. Gib mir Heilung. Give me money. Gib mir Geld. Give me freedom. Gib mir Freiheit. Why are you begging something we already have? Warum betteln wir um etwas, was wir bereits erhalten haben? If we don't receive, wenn wir es nicht empfangen haben, it's because our eyes are still. We don't see by faith. Dann liegt es daran, dass unsere Augen noch immer verschleiert sind und wir nicht mit den Augen des Glaubens sehen. There is these two eyes,
The natural one. Wir haben die natürlichen zwei Augen. And there is the other two, which is the faith one. Und dann gibt es noch zwei weitere Augen, die Augen des Glaubens sind. And those eyes of faith have to come out from the natural one, and you can see. Und die Augen des Glaubens müssen durchschauen durch unsere natürlichen Augen, und dann erkennen wir die Wahrheit. Healing, freedom, money, we only manifest when we start to believe. Aber believe, don't repeat every time, every day when thoughts come. Heilung, Freiheit, Geld manifestiert sich nur, wenn du mit den Augen des Glaubens schaust und nicht einfach mit diesem Glauben, sondern wirklich glaubend. Wir haben einiges an Arbeit vor uns. Glaubt ihr nicht? So, we will see miracles in this church. Aber wir werden Wunder in dieser Gemeinde sehen. The word of God is a miracle. Das Wort Gottes ist ein Wunder. When you believe, you see the miracle. Und wenn du dem glaubst, dann wirst du das Wunder erkennen können. Well, this place to the world, not to nonsense. Gib also dem Wort Gottes Raum und nicht etwas Raum, was falsch ist. You know, when I sit between people who only tell me, she did this, she did that, he did this, he did that, I say, Lord, help me. Wenn ich zwischen Menschen befinde, die permanent sich beschweren über andere Menschen, was sie alles getan haben, bete ich innerlich, Herr, hilf mir. You know what? Because the person has the biggest issue in life, and they spend their time in minus problem. Diese Menschen, die sich so beklagen und wirklich über andere Beschwerden haben, so marginale Probleme, in denen sie sich permanent kreisen. Und ja. Do you listen to me? I met people every year. I meet the same people. Some are growing, and are better, and others not. Why? Ich treffe jedes Jahr meistens die gleichen Menschen, und ich erkenne dann, ob sie heranwachsen und reifen oder ob sie noch immer so sind, wie sie das Jahr davor gewesen sind. If you have the same problem, then you must think a link home. Wenn du Jahr für Jahr die gleichen Probleme hast, dann musst du anfangen, darüber nachzusinnen, warum ist das so? Bin ich gewachsen? Bin ich gereift? And you say, is the other person for it? I'm sorry, it's still yours. Und wenn du mir dann sagst, nee, das ist ja nicht mein Problem, sondern das ist die andere Person, die ist schuld daran. Nein, tut mir leid. Still yours. Dein Problem. Still yours. Because we can manage. Denn wir vermögen zu organisieren. Wir können damit umgehen, wenn wir heranreißen. With his word. Mit seinem Wort. In John 14, verse 1, it said, Johannes 14 und dort Vers 1 beginnen. Let not your heart be troubled. You believe in God and believe also in me, said Jesus. Jesus spricht hier. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. So, release your faith now and start to think. Okay? Release your faith. Lasse deinen Glauben frei. And let the anointing to come in when you are listening now in Jesus' name. Und lasse zu, dass die Salbung dein Herz durchdringt, während Jesus der Vortrag geht. And the grace and the power of the word of God will come into your life when you are in the nation. Und dass die Gnade durch das Wort Gottes in dein Leben hineinkommt, wenn du Offenbarung davon empfängst. Wir sind Täter des Wortes. So, we go slowly now. I'm going to pass. Verse 27 say of John and Jean. Peace I have, I leave with you my peace. Frieden hinterlasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch. I will repeat again. Wer ist wiederholen? Jesus is talking. Jesus spricht hier. What did he tell you? Put your name. Was sagt er zu dir? Setze deinen Namen dort ein. Peace. I leave with you. My peace I give unto you. Frieden hinterlasse ich dir, meinen Frieden gebe ich dir. I give unto you my peace, not as the world gives, I unto you. Let not your heart be afraid. Nicht
nicht, wie die Welt gibt, gebe ich dir. Dein Herz erschrecke nicht und verzage nicht. What do you say? Was spricht er jetzt? He gives you his peace. Er gibt dir seinen Frieden. And he took away the fear. Und er nimmt die Furcht in dir, aus dir heraus. You don't receive his peace, you will be afraid. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du seinen Frieden nicht empfangen hast, hast du Furcht in dir. Ist Jesus lying? Lügt Jesus dich an? Good question. Eine gute Frage. Can Jesus lie? Kann Jesus lügen? And tell us something which in the natural, our natural, it looks impossible. Und dir etwas erzählen, was aus unserem natürlichen Sinn heraus unmöglich aussieht? The word of God. I repeat it again. Only the word of God will make you free from fear. Ich wiederhole es nochmal. Nur das Wort Gottes vermag dich von Furcht freizusetzen. The thing is that the devil has blind our mind. Der Punkt ist, dass der Teufel unseren Sinn verblendet hat. He put a veil, like I told you before. So wie ich gerade erzählt habe, hat er dir einen Schleier vor die Augen gelegt. He blinds the mind of people. Er blendet den Sinn der Menschen. And he comes to you with reasoning. Und er kommt zu dir und mit Überlegung. Do you think so? Denkst du so? Is that possible? Ist das wirklich möglich? But I see it so. Aber ich sehe es doch eigentlich so. But I feel it so. Und eigentlich fühle ich es auch so. But I see no change. Und ich sehe keine Veränderung. Is that possible? Ist das wirklich möglich? It's possible. Ja, es ist möglich. If you dig and clap your faith and decide to believe, then you will receive, and it shall come to be visible. Und wenn du den Stecker deines Glaubens in die Steckdose des Wortes Gottes setzt und deinen Glauben darauf ausrichtest, dass du empfängst, dann wirst du es erhalten, das wird dir möglich sein. We have heard this kind of preaching year after year after year. Diese Art von Lehre. Und ja, 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 ja. And you can hear it. Und du kannst es hören. But you need to hear it more. Aber du musst es viel öfter hören. And you hear it again. Und dann hörst du es nochmal. And you hear it again. Und dann hörst du es wieder. And if you didn't get it. Und wenn du es bis dahin immer noch nicht verstanden hast. To hear it again. Dann solltest du es nochmal hören. The word of God is power. Denn in dem Wort Gottes steckt die Kraft. And if your spirit didn't get it, und wenn dein Geist es noch nicht empfangen und noch nicht begriffen hat, your brain is not enough to get it alone. Dein Sinn vermag es nicht alleine es zu begreifen, das reicht für dich nicht. The brain cannot support this. This is supernatural. The brain cannot figure it out. So. Dein Kopf ist nicht für das Übernatürliche geschaffen. Es muss in dein Herz hineinsinken, weil dein Kopf natürlich dieses Übernatürliche nicht greifen kann. No result, there is something again I didn't correct. Wenn ich kein Resultat davon sehe, dann stimmt irgendwas nicht und ich habe etwas nicht verstanden. So, I will again meditate. Also, bedeutet das für mich, ich sinne nochmal drüber nach, ich beschäftige mich nochmal damit. You know, the word of God is a mystery where you need a revelation. Wisst ihr, das Wort ist ein Geheimnis, wo du eine Offenbarung benötigst. And if you don't knock, 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 stubborn knock the door, then the world will not open to you. Und wenn du nicht an die Tür klopfst und fortwährend dich damit beschäftigst und anklopfst, bis diese Tür, bis diese Offenbarung dir zuteil wird, Amen. Dann wirst du es nicht erhalten. Amen. Oh, Jesus. Fortwährend. You don't get it in one time. Du wirst es nicht vom einmaligen Anklopfen erhalten. Oh no, I get it, victory, victory, I get it, victory. It will get again out of you, you have to come back. Und selbst wenn du es einmal für dich begriffen hast, es kann passieren, dass du es wieder verlierst und dann musst du wieder daran und wieder klopfen. That's why God said, this is a good fight. Deswegen. Sprich das Wort Gottes davon, dass es ein guter Kampf ist, kein schlechter Kampf. So, if you always pull out and fighting, 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 always think this is a good one. Wenn du also
zu ziehen und es zu haben, dann denk doch mal nach, dass es der gute Kampf ist. Und ein Kampf für deinen Sieg. Bis du deinen Sieg erlangst. Wir wollen den Sieg erlangen. Deswegen nennen wir es, oder die Bibel, es einen guten Kampf. You know, when there is a fight of big wrestlers, you know, they fight. They say, there is the fight today of so and so. Wenn ihr die Boxer seht oder die Wrestler seht, diese starken Menschen, die diesen Kampf führen, dann wird das immer groß angekündigt. Heute kämpft Boxer sowieso, mit gegen sowieso. You never heard, now it is a good fight. Du hörst niemals davon, das ist jetzt ein guter Kampf oder das ist der gute Kampf, der heute gekämpft wird. Two people are fighting in the fight. Sondern wir sagen, es sind zwei Menschen, die gegeneinander ankämpfen und das ist ein Kampf. Until one wins. Bis der eine auf dem Boden liegt und der andere gewonnen hat. But with us is different. Aber bei uns ist es anders. From the beginning you step into a good fight. Von Anfang an gehst du in den Kampf hinein und weißt, es ist ein guter Kampf. Ich bin der Sieger davon. Why I fight? Warum kämpfe ich? Because I know I have the victory. It's a good fight. Weil ich bereits weiß, dass am Ende mein Sieg auf mich wartet. Ich bin der Sieger in diesem Kampf. Es ist deswegen ein guter Kampf. Sprich es zu dir selber. Es ist der gute Kampf des Glaubens, den ich führe. Again. Nochmal. Es ist der gute Kampf des Glaubens, den ich führe. Again. Nochmal. Der gute Kampf des Glaubens, den ich führe. It's a good fight from the beginning. Von Anfang an, es ist ein guter Kampf. You're the winner from the beginning. Von Anfang an bist du als Sieger auserwählt. That's why God calls it a good fight. Deswegen nennt es Gott einen guten Kampf. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. We need it in our life. Wir brauchen das in unserem Leben. We need it when we're alone. Wir brauchen das, wenn wir uns allein gelassen fühlen. When nobody's around you. Wenn niemand um dich herum ist. He will surround you. Wird er dich umgeben. Like David, he knew his God. So wie David es erlebt hat, er kannte seinen Gott. And we know our God. Und wir kennen unseren Gott ebenfalls. He is a good. Er ist ein guter Gott. With a good fight. Der einen guten Kampf führt. Everything by God is good. Alles bei Gott ist gut. Everything is good for you. Alles, was Gott and you, and you. Tut, ist gut für dich, für dich, für dich. Halleluja. Und für mich. We already win. Wir haben bereits gewonnen. We are free. Wir sind frei. And some people say, I tried. Und es gibt Menschen, die sagen, ich hab's versucht. I cannot. Aber es geht nicht. I did my best. Ich habe mein Bestes gegeben. This is not the truth. Das ist nicht die Wahrheit. The truth is, you are a winner. Die Wahrheit ist, du bist der Gewinner. And the peace of God is yours. Und der Friede Gottes gehört dir. Halleluja. Let your heart not be troubled. Lass dein Herz nicht verzagt oder erschreckt sein. This problem. This. Hier ist ein Problem. This. Da ist ein Problem. I refuse to be afraid. Und ich lehne es ab, verängstigt zu sein. I take his peace. Ich nehme seinen Frieden. What I do? Das tue ich. I take his peace. Ich nehme seinen Frieden. Is that possible? Ist dies möglich? Yes. Ja. Amen. Don't let the devil cheat you. Lass dich vom Teufel nicht betrügen. Look at Philippians 4, verse 6. Lass uns den Philipper aufschlagen. 4, Vers 6. Be careful for sorge dich um. For what? Um was sollst du dich sorgen? My children, my money. Einfach nur um meine Schafe, mein Geld. My um alles. My husband, my wife. Mein Ehemann, mein Ehefrau, meine Ehefrau. My church. Meine Gemeinde. Me. Um mich selbst. Yeah. Be careful for. Sorgt euch um. Nothing. Nichts. Nothing is worth it to be. Nichts ist es wert, sich darum Sorgen zu machen. You don't believe
mir das nicht? Don't believe me. I don't Sie glauben mir nicht, aber das Wort Gottes sagt es so. Und ich tue es. I believe. Ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Do you believe? Glaubst du es? Be careful for. Sorge dich um. Ich sehe es laut. Sag nochmal, ganz laut. Be careful for. Nothing. Sorge dich um. Nothing. What is nothing? Was ist denn nichts? What is nothing? Was ist nichts? Close your eyes. Schließe deine Augen. And don't think. Und hör mal auf zu denken. And you will see what? Und dann wirst du was sehen? Nothing. Nichts. Correct? Richtig? If you don't work your mind, it will be blank. Wenn deine Gedanken sich nicht kreisen, dann ist es leer. Okay. Dann ist da nichts. I care for. Ich kümmere mich also um. I care for. I cannot see anything. Nichts, weil ich nicht sehen kann. Da ist nichts in meinen Gedanken. Ich kümmere mich, ich sorge mich um nichts. Do you think it's childish? Denkst du, das ist kindisch? I tell you who is childish. Who was childish very much? Ich werde dir zeigen, wer sehr kindisch war in seinem Verhalten. This is not childish. This is the word of God. Das ist nicht kindlich, sondern das ist das Wort Gottes. Do you remember Jonah? Erinnert ihr euch an Jonah? Do you think he was childish? Glaubt ihr, er war kindlich? It's good. You will see what is to be a child. Wir werden uns mal anschauen, was es bedeutet, ein kindliches Verhalten an den Tag zu legen. Jonas 4. In Jonah 4. But there is verse 1, but I'll just say first the history. So, what happened with it? Aber ich werde zunächst, bevor wir das lesen, ein bisschen von Jonah erzählen. You know that Jonah, he was a prophet. Wisst ihr, dass Jonah zu seiner Zeit ein Prophet war? He was very known in the land. Good reputation. Er war sehr bekannt in seinem Land, in dem er gelebt hat, und er hatte einen guten Ruf. You have to read the story from the beginning. Ihr solltet diese Geschichte von Anfang an lesen, wenn ihr zu Hause seid. And he always prophesied, you know, God sent him, and he told him, go to Nineveh and prophesy to them that Nineveh will be destroyed because of sin. Und in der Geschichte hat er prophezeit und Gott hat ihm gesagt, Jonah, geh in die Stadt Nineveh, denn ich werde sie zerstören, wenn das Volk sich nicht umkehrt und Buße tut. And then God told him, und dann hat Gott ihm gesagt, but teach repentance. Lehre sie, wie man Buße tut. He wants to send him back and tell them, if you repent, I will save the Nineveh. Er hat Jonah offenbart, wenn die Menschen Buße tun, dann wird er die Stadt Nineveh retten. So, chapter 4, verse 1 says, it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Can you imagine? Und Jonah, in Kapitel 4, Vers 1 sagt, das aber missfiel Jonah sehr, und er wurde zornig. Könnt ihr euch das vorstellen? Yes, you get me? You are following? Verstehen Jonas 4, Jonah, Kapitel 4, Vers 1. Vers 1. Gott told him, go and try your best to keep him repent. Very uncomfortable. He didn't like it. Gott hat Jonah gesagt, geh nach Nineveh und du gib dein Bestes, dass die Menschen verstehen, dass wenn sie Buße tun, sie gerettet werden in ihrer Stadt. Aber Jonah missfiel das. Why he didn't like it? Warum machte er das nicht? Because he had a reputation. Denn Jonah hatte ja einen Ruf. He said, you will all die. He told him, the große Zeit war. Er hat ihm gesagt, sie werden alle sterben. And now he has to take it back. Und he jetzt, prophet. Er, der große Prophet, muss sie zurücknehmen. So all his representation of himself, he was hurt me. How can I do this? Change it. Jonah sah seinen guten Ruf dahin fließen und er dachte bei sich, wie kann ich denn dies jetzt sagen? Wie kann ich das, was gesprochen worden ist, wieder zurücknehmen? And he prayed to the Lord in verse 2 and said, und in Vers 2 betet er zum Herrn. I pray you, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country?
Therefore, I flee before unto Tarshish. And because he was so stubborn that he flee away. And when, if you know the story of Jonah, he was in the belly of the fish 3 days and 3 nights, and God tried to deal with him in the dark, and he was still in Ergu. Und Jonah redete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht von Tarsus zuvorkommen wollte? Wenn ihr die Geschichte kennt, dann wisst ihr, dass Jonah geflohen ist von dem und Gottes Auftrag nicht ausführen wollte, für 3 Nächte und 3 Tage im Bauch eines Fisches gefangen war und in dieser Zeit, in dieser Dunkelheit, wo Jonah in diesem Fisch war, er sogar mit Gott noch argumentiert hat und immer noch nicht wirklich einsichtig war und gehen wollte. Denkt ihr nicht auf Christen, die sich so verhalten? Denkt ihr nicht, dass wir uns manchmal genauso verhalten? We know better. Dass wir es besser wissen als Gott? We have problem to obey. Dass wir Schwierigkeiten damit haben, Gott gehorsam zu sein. We prefer to be stubborn, go away. Wir wollen lieber fortfahren, dumm zu sein und stur zu sein und von Gottes Wort wegzugehen und unseren eigenen Dingen nachzugehen. And being darkness. Und in völliger Dunkelheit zu sein. Genauso wie Jonah im Bauch des Fisches war. Der war in absoluter Dunkelheit. It's better than my mouth to be heard. No way. Es ist so viel besser, wenn ich mich in diesem Bauch des Fisches befinde, als dass mein Stolz verletzt wird. Scheidisch. Kindisches Verhalten. Look, I don't want. I know it my way. I don't want. Ich will das nicht. Ich weiß es besser als du. Then God. Then he said to the Lord something there. He knew God. For I knew that you are a gracious God and a merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest you of the evil. Und dann Jonah kennt seinen Gott und er spricht weiter, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. And then he said to me, verse 3, therefore now, O Lord, take, I beseech you, my life from you. You prefer to die than to obey. Und in Vers 3 steht geschrieben, und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. For it is better for me to die than to live. Can you imagine? Kannst du dir das vorstellen? Jonah, bevor er seinen Stolz verletzt, sagt zu Gott, nimm mich lieber, lass mich sterben, das ist besser für mich. When God tells him, stop it. Stop it. Stop it. You still have to do it. No, I will try again. No, I will try again. And you knock your head in the wall. Wenn du in einer Situation bist, wo Gott dir sagt, hör auf damit. Stopp, hör auf damit. Und du aber von dir sagst, nein, ich werde es nochmal probieren. Ich versuche es nochmal. Und du wirklich mit dem Kopf die Wand versuchst einzurammen. He was angry. Jonah war zornig. So many childish Christians are angry. So viele kindische Christen sind zornig. You tell them a little. I don't want to say. They destroy themselves. Du sagst ihnen nur eine winzige Kleinigkeit. Und sie gehen hoch wie eine Bombe. Und damit zerstören sie ihr eigenes Leben. And destroy not only themselves. Und sie zerstören damit nicht nur sich selber. Destroy alles. Sondern viele um sie herum werden ebenfalls in dieses Unheil. And God said to Jonas. Und Gott sagt zu Jonah. Is your problem more important than the people? Ist dein Stolz mehr wichtiger oder wertvoller als die Menschen, zu denen ich dich gewendet habe? Shall I be a stumbling block because I am hurt to stop others to go with the word of God? Sollte ich ein Stolperstein sein, nur weil ich in meinem Stolz verletzt bin? The word of God says you better hang yourself and go on to the sea. Die Bibel spricht davon, dass du dich dann besser aufhängen sollst und sterben solltest. How important is
to obey than to do stupid things. Wie wichtig ist doch, dass wir gehorsam sind, anstatt dumme Dinge zu tun. He wanted to die because it didn't work the way he wanted. Jonah wollte sterben, weil es nicht so funktioniert hat, wie er es gern hätte. And so many Christians, they stay on their boat until they die, they never receive from God, and they are happy. They are posting things that they didn't say, I was wrong. Und viele Christen heutzutage verhalten sich genauso. Sie bleiben auf ihrem Punkt stehen, beharren auf die Dinge, die sie wollen, bekommen nichts von Gott und sterben dann. Und sind dann glücklich, weil sie auf ihrem Punkt stehen geblieben. Nothing worked. Es funktioniert nicht. Nothing worked. Es funktioniert nicht. You want something important. Why does it work? Wenn du etwas Wichtiges für dich erhalten willst und es funktioniert nicht, was ist dann der Punkt daran? It's because you are wrong and God is right. I'm sorry. Weil du falsch liegst und Gott recht hat. Entschuldigung. And everyone can have it. Und jeder kann es haben. All of you. Jeder einzelne von euch. Und ich auch. If I do what he says. Wenn ich das tue, was er mir sagt. We are children. Wir sind Kinder. But we don't need to be childish. Aber dennoch sollten wir kein kindliches Verhalten an den Tag legen. Es gibt eine Zeit, in der wir heranreifen sollen. And you stop to say, oh, oh, oh. Und aufhören sollen. You are not good. I would like to try. You will help me. What is it? Zu sagen, nee, will nicht. Und du bist falsch. Und jenes ist falsch. Und das will ich nicht. Und sowieso. Was ist denn das, was wir dann an den Tag legen? And then if you see the story of Jonas, just very shortly to tell you that God wanted to give him a lesson. And God is good, eh? Und Gott wollte ihm eine Lehrstunde geben. Ist Gott nicht gut? Always he wanted to give us a chance. Er gibt uns jedes Mal eine weitere Chance. And God made a wonderful tree that Jonas could rest under the tree and be protected from the sun. Und Gott ließ einen wunderbaren Baum wachsen, sodass Jonah in der Hitze des Tages sich unter den Ästen im Schatten des Baumes ausruhen konnte. Ach, wie schön. Und Jonah dachte, oh, wie schön. This tree is one. Dieser Baum ist so wunderschön. Can you imagine, he loved the tree and he was covering him from the sunshine. Könnt ihr euch das vorstellen? Jonah war total verliebt in diesen Baum, der ihm ein bisschen Schatten geboten hat. And then God sent the worm. Und dann hat Gott einen Wurm gesendet. And in the night when the rain came, you know, the worm at the roots of the tree and the tree in the morning. Und es geschah über Nacht, dass dieser Wurm anfing, die Wurzeln dieses Baumes anzuknabbern und am nächsten Morgen war dieser wunderschöne Bühnebaum in sich zusammengefallen. So, when there was no tree anymore, und als es dann keinen schönen Baum mehr gab, tried to complain again. Fing Jonah wieder an, sich zu beschweren. Some people don't learn. Wisst ihr, einige Menschen wollen einfach nicht lernen. Sie fahren fort, sich zu beschweren. Und Gott sagt zu ihm, Jonah, glaubst du nicht, dass Menschen wichtiger sind als dieser Baum? Und Jonah hat Gott sei Dank seine Lehrstunde erhalten und es verstanden. So many times we do like Jonas. Und so oft geht es uns wie Jonah. It's about me. Es geht um mich. I am hurt. Ich bin so verletzt. I don't want it. Ich will das nicht. I will live. I will go away. Ich werde leben und ich gehe hier vor. This family. Ich gehe auf die Familie weg. Ich will diese Gemeinschaft this husband, sehen. This wife. Ich gehe von meinem Ehepartner weg. It's me. It's about me. Es geht doch um mich. I am hurt. Ich bin so verletzt. Doesn't matter if you are all hurt. Es ist völlig egal, ob ihr alle verletzt seid. Doesn't matter how you feel when I do this. Es ist total egal, wie es dir geht, wenn ich das tue, was ich tue. The important is me. Denn ganz im Ernst, es geht um mich. Ich bin wichtig. I feel. So wie ich mich fühle. I feel good. Ich fühle mich gut. I feel bad. Oder ich fühle mich schlecht. I am. Aber ich, like Jonas, bin dann so wie Jonas. He didn't care about the people. Er hat sich nicht um die Menschen gekümmert und how sich um die gesorgt. A Christian born again don't care about the people of God.
es denn sein, dass ein von neugeborener Christ sich zuallererst um sich selber kümmert, als um die Menschen, die um ihn herum sind? Maybe in the beginning. Vielleicht am Anfang. When you are still children. Wenn wir immer noch sehr klein sind und ganz neu. How long you will be a child? Aber wie lange wirst du denn in dem Stadium des Babys bleiben? If a child don't grow, wenn ein, in the natural he is handicapped. Wenn ein Baby im Natürlichen nicht weiter heranwächst, dann nennen wir es, dass es eine Behinderung hat. And it's the same exactly in the spiritual. Und im Geistlichen sieht es genau so aus. I saw a woman. Ich habe eine Frau gesehen. In Lebanon. Lebanon. I don't want to say Germany, but I saw two. Ich wollte jetzt nicht sagen in Deutschland, aber ich habe da auch schon mehr gesehen. Every time I meet this person. Und jedes Mal, wenn ich diese Person schaue. It's the same smile. Ist das gleiche Lächeln. The same stupid things. Die gleichen dummen Dinge. And always what they want from pastor. Und sie wollen living wrong. Wort von der Pastorin haben, Leben für ein, das Leben, oder ein falsches Leben. And then we meet, I'm here. Because this person heard, I can't. Und die Person taucht dann halt nur auf, weil sie erfahren hat, dass ich komme. And you exactly. Disobedience, no go. Und ich weiß ganz genau, Ungehorsam führt zu keinem Wachstum. If we don't see our fruits, then something is wrong. Wenn wir keine Früchte sehen, dann stimmt etwas nicht. It's the same with a tree. Das ist genauso wie mit einem Baum. If the tree don't bring fruits, Jesus cuts the tree. Wenn der Baum keine Frucht bringt, und das sehen wir in der Bibel, dann verflucht Jesus den Baum. Because a tree without fruit is useless. Denn ein Baum, der keine Früchte hervorbringt, ist nutzlos. Useless for whom? Nutzlos für wen? For those who want to eat people. Für die Menschen, people. Die von diesem Baum essen wollen. People. Menschen. God loves who? People. Wen liebt Gott? Gott liebt Menschen. Not only your people. Nicht nur deine Menschen. My husband. Mein Mann. Meine Ehefrau. Meine Ehefrau. Children. Meine Kinder. No. Nein. No. Nein. He loves the people. Er liebt die Menschen. Halleluja. The people. His people. Und wen noch viel mehr? Sein eigenes Volk. Seine Menschen. You want to please God? Du möchtest Gott gefallen? Love his people. Dann liebe seine Menschen. Come sein on. Volk. You cannot go out from here. Hallelujah. It was a good preaching. Du kannst den Gott nicht hier weggehen heute Nachmittag und sagen, oh, das war eine gute Predigt. Nobody, I like here, nobody look. Bye. Ich schaue dir keine weiteren Leute mehr an, ich habe keine Lust mehr, mit dir Zeit zu verbringen. Ich gehe tschüss. Ist your family. Nein, hier. Ist your family. Oh, dieser Gemeinde ist deine Familie. Family, say it's my family. Sag, ist meine Familie. Ist my family. Dies ist meine Familie. When it's difficult, we are all for you here. Wenn es schwierig ist, dann sind wir alle für dich da. You know why I had such a house in Lebanon? Wisst ihr, warum ich so eine Salbung im Libanon hatte? One of the reasons because this church prayed for me. Ein Grund dafür ist, dass diese Gemeinde, meine Familie, für mich gebetet hat. And I knew you prayed, you were carrying me. Und ich wusste, dass ihr für mich betet, weil ich gemerkt habe, weil ihr mich getragen habt. And don't tell me no, I have my small group. Und sagt mir so, ich habe meine, mein Hauskreis. I have people where I meet Pastor, not from this church, but I meet, and they pray for me. Weißt du, Pastor, ich habe da so meine kleine Gruppe, die kommt zwar nicht aus dieser Gemeinde, aber mit denen treffe ich mich und die beten für mich. Do you know how they pray for you, this Gruppe? Wisst ihr, wie für euch beten, diese Gruppe? Here we teach you how to pray. Hier wird dir gezeigt und du wirst gelehrt darüber, wie du beten sollst. Praying and praying. It's two different things. Gebet und Gebet sind zwei unterschiedliche Sachen. If it's not the word, wenn es nicht das Wort Gottes ist, if you are a baby, God hear your prayer. Wenn du ein Baby Christ bist, dann hört Gott dein Gebet. Aber wenn du es besser weißt, exactly you know. Wenn du es genau and weißt, you know you pray wrong. Und du genau weißt, dass and du falsch know and take the wrong group. Und du dennoch dich dafür entscheidest, in die falsche Gruppe hinzuzufügen, yeah, you take the wrong group.
Nimmst du die falsche Gruppe? Because you like them more, you sympathize them more, and they are more your friend than those who are here. Weil die falsche Gruppe aus den Leuten besteht, die dir einfach besser passen, die einfach mehr deinem Charakter, deinem Typ, deinen Menschen entsprechen, bei denen du sympathisch bist. And there I can be the worst in this world. Und in dieser kleinen Gruppe kann ich der Chef sein. Und du genau den sagen kannst, wie der Hase zu laufen hat. This is all das ist alles Stolz. This is not es sind Kleinigkeiten, die aber groß werden. Ich brauche Korrektur. About me, I need everyday correction. Jeden Tag brauche ich Korrektur. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du lebst. Maybe you are vollkommen perfekt. Vielleicht bist du ja vollkommen perfekt, aber ich weiß für mich, ich brauche Korrektur. Jeden einzelnen Tag. Amen. Der Heilige Geist drückt mich immer ein bisschen zur Seite, um mich wieder neu auszurichten. So dass ich nicht den Weg verlasse, denn ich habe eine große Aufgabe zu tun. Wenn du demütig bist, dann wird er dich segnen. Even if you don't do much. Auch wenn du nicht viel machst. Even if you are still working on it. Auch wenn du noch dabei bist, dich zu korrigieren, daran zu arbeiten. The Lord is looking in the heart. Der Herr sieht dir in dein Herz. Not in your brain. Nicht in deinen Verstand und in deinen Kopf hinein. In your heart. Sondern in dein Herz. So we're going to be a powerful church. Also, wir wollen eine mächtige Gemeinde sein. And we are. Und das sind wir. And I know my leader. Und ich kenne meine Leiter und sie wachsen tagtäglich. Und ich weiß, wenn meine Leiterschaft wächst, dann wächst auch die Gemeinde. It's only because when the pastor grows, then the leader grows, then the people grow. Und es ist so, wenn die Pastor oder der Pastor wächst, dann wächst die Leitung. Wenn die Leitung wächst, wächst auch die Gemeinde. And you will see more than sign and wonder. Und ihr werdet viel mehr Zeichen und Wunder sehen. Jesus said we can be even more than Jesus hat gesagt, wir werden mehr sehen, größere Dinge sehen, als die, die er auf der Zeit, in der Zeit vollbracht hat, in der er hier auf der Erde war. So, come from here. Ja. Komm von mir. Anytime you can. Jeder Zeit, wenn es dir möglich ist. Come to the church. Komm zu deiner Gemeinde. If you don't know German, I also don't know. Wenn du kein Deutsch kennst, noch nicht kennst, ich kannte es damals auch nicht. If you only know English, you will translate for you. Wenn du nur Englisch verstehst und sprichst, dann kannst du trotzdem kommen, weil wir für dich übersetzen. If you don't know anything, great tongues, this everybody can. Wenn du gar keine Sprachen sprichst, die wir anderen sprechen, dann kommen wir dir in Zungensprache. Das tun wir alle sowieso. Und es wird dich aufbauen und es wird dich stärken. Es gibt immer einen. So, I'm going to pray for Elena first before we start announcing. Bevor wir mit den Anlagen anfangen, möchte ich Elena noch mal mit. Elena, the easy testimony, Javie, Magie is here. Magie is God. I get back. Okay. Then Elena, come. I will take that one home, Elena. Father, we thank you, Father. Thank you for miracles. Thank you for being here.